Einige Regionen in Deutschland sind schon weiß, weitere kommen in den nächsten Tagen übers Wochenende dazu. Durch das Tief Birgit. Hier über dem Mittelmeer ist es unterwegs. Kalte Luft aus Norden, mildere Luft aus Süden. Am Mittelmeer, da gibt es erneut teilweise unwetterartige Starkregenfälle. Auf der Nordseite, auf der kalten Seite des Tiefs, entsteht ein größeres Schneefallgebiet. Das Tief selber wird ein bisschen weiter östlich liegen als noch gestern prognostiziert, hier am Montag über Belarus. Deswegen hier östlich von uns die stärksten Schneefälle, bei uns vor allem im Südosten Deutschlands. Einige Schneefälle, und das war zum Beispiel heute schon in Ulm der Fall. Das sind so leichte Schneefälle gewesen, die aus der Nacht heraus aus der Schweiz in den Süden Deutschlands hereingezogen sind. Es wird hier auch am Abend und in der Nacht weiterhin leicht schneien. Auch in den Mittelgebirgen gibt es einige Schneeschauer, Glättegefahr über Nacht, und an der Nordseeküste einige Regenschauer. Am Samstag vor allem im Süden und Osten weiterhin Schneefall, an den Alpen im Laufe des Tages dann verstärkt und auch mal kräftiger. Richtung Norden und Westen bleibt es weitgehend trocken. Da kann sich zwischen Wolken und Nebelfeldern auch mal die Sonne zeigen. Bei maximal -3 bis +3 Grad, leichte Plusgrade am Rhein und auf den Nordseeinseln. In der Nacht auf den Sonntag und am Sonntag selber gibt es weiterhin im Osten und Süden leichte bis mäßige Schneefälle. Das Ganze so ein bisschen schauerartig. Richtung Norden und Westen bleibt es weiterhin weitgehend trocken. Und das heißt für den Sonntag eben auch mal Sonnenchancen wieder im Norden und im Westen. Ansonsten weiterhin winterliche Verhältnisse und verbreitet leichter Dauerfrost. Am Montag gibt es dann noch nachlassende Schneefälle im Osten. Es wird ja auch teilweise noch windig und ziemlich kalt bleiben. Von Westen her wird es dann im Tagesverlauf immer freundlicher. Die Sonne kommt raus.